Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video möchte ich euch eine neue Funktion von dem Launcher hier von SideQuest für die Quest 3 bzw. wahrscheinlich auch Quest 2 vorstellen. Denn ihr habt hier mit dem neuesten Update einen neuen Bereich hier links, nämlich Device Settings. Und das ist ein super nices Tool. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Quest Games Optimizer und bei diesem können wir sogenannte ADB-Commands pro Spiel einstellen, um die Auflösung zu erhöhen, die Framerate zu ändern und so weiter und so weiter. Und das, ja, der Quest Games Optimizer kostet Geld, ne? Das ist nicht umsonst. Und hier habt ihr jetzt die Funktion, die es bei SideQuest schon eigentlich immer gab, aber dafür brauchtet ihr immer eine PC-Connection. Jetzt habt ihr diese Funktion in eurer Quest 3 ohne den PC zu benutzen. Wie ihr SideQuest installiert, zeige ich in diesem Video nicht. Ich verlinke euch unten ein Video, wo das erklärt wird. Solltet ihr auf jeden Fall immer haben, also SideQuest lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, hier sind jetzt einige ADB-Commands drin. Wie gesagt, gab es die schon früher am PC, nur eben jetzt von innen auszuwählen. Ihr könnt hier den CPU-Level, den GPU-Level ändern, die Texture Resolution, also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine, ja, ich glaube Standard Resolution, wenn ich jetzt hier auf 2000x2253 stelle, hoffentlich zeigt es euch das direkt an. Ich habe oben hier einen Graphen drin, wo ihr das genau sehen könnt, welche Änderungen dann passieren. Jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. So, und jetzt habe ich hier eigentlich ja, das Ding in einer höheren Auflösung. Also ich erkenne das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die Auflösung ist hier auch durchaus schon höher. Und das kann man natürlich auch sehr viel weiterführen. Genau, hier könnt ihr noch ein paar Sachen hier, CPU-Level, GPU-Level, ihr seht es hier oben, kann ich das Ganze einstellen. CPU-Level 2, GPU-Level 4 hat er jetzt eingestellt. Ich habe die Auflösung geändert, hier seht ihr die Standards, Quest 3, Quest 2, Quest 1. Könnt ihr nochmal gucken, wie die Auflösung von den einzelnen Headsets waren. Die Framerate könnt ihr hier ändern. Hier so Sachen, das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, den Guardian auszustellen. Das könnt ihr auch eigentlich, glaube ich, mittlerweile mit dem Experiment-Modus machen. Aber ja, vielleicht nicht schlecht, dass man das hier hat. Capture könnt ihr hier ändern. Full Rate Capture könnt ihr hier anmachen. Ihr könnt hier die Video Capture Size ändern. Also wie hoch das Ganze aufgelöst aufnehmen soll, wenn ihr den Aufnahme-Button drückt. Capture Bitrate, das ist alles sehr niedrig, wenn ihr das auf Standard habt. Aber das sind so Funktionen, die Quest mittlerweile auch drin hat. Und dann gibt es hier noch Hand-Tracking Frequency. Ich weiß gar nicht, warum der nicht auf High ist. Lohnt sich doch. Chromatic Aberration habe ich ausprobiert, macht nichts. Ja, setzt den GPU-Level dann auf 0 oder 1. Also irgendwas ändert sich da. Ganz merkwürdig, ich weiß nicht, was es genau macht. Aber ja, diese Sachen könnt ihr alle ändern. Das Tolle natürlich im Vergleich zum Quest Games Optimizer ist, es ist umsonst. SideQuest kostet gar nichts. Ihr könnt es einfach installieren und dann könnt ihr die Sachen einmal ausprobieren. Trotzdem gibt es einige Funktionen mehr beim Quest Games Optimizer und ich empfehle diesen noch weiterhin. Aber jetzt möchte ich auf ein paar Sachen eingehen. Zum Beispiel hier bei diesem CPU-Level und GPU-Level. Ich weiß nicht, warum der nur bis 4 geht. Es gibt viel höhere Level. Also bei dem Quest Games Optimizer habe ich jetzt ein Video gemacht, schon länger her, zu dem versteckten GPU Level 7, was viele Spiele noch nicht mal nutzen. Und da ist es GPU Level 7. Hier GPU Level 4, wenn ich darauf klicke, war eben schon eingestellt. Seht ihr das oben im Graphen? GPU L Doppelpunkt 4 und es geht bis 7. Also wenn ihr das hier anklickt, werdet ihr gerade mit der Quest 3 wahrscheinlich sogar viele Spiele limitieren, die wahrscheinlich hier auf Stufe 5 oder wie auch immer gehen würden. Das ist ein bisschen blöd. Was hier natürlich auch geändert wird, auch bei der Auflösung und Co., ist die Auflösung des gesamten Headsets und dauerhaft. Also das heißt, ihr habt nicht pro Spiel diese Einstellung. Hier beim Quest Games Optimizer, da können wir doch gerade mal drauf gehen, kann ich jetzt hier zum Beispiel im Home-Menü hier den Batteriemodus, der ist so eingestellt, dass der in der normalen Auflösung in nur 72 Hertz und dann hier alles so ein bisschen runtergedampft, damit das Ganze hier, ich starte das Ganze mal,
Akku spart, wenn ich im Home-Menü bin, weil es da eventuell nicht so wichtig ist. Ist natürlich trotzdem angenehm zu sehen. Ich lande jetzt mal sonst wo wegen, weil der Guardian aus ist. Jetzt ist die Auflösung unten. Ihr seht, GPU-Level und CPU-Level ist auf 4. 72 Hertz ist eingestellt. Und ja, normale Auflösung. Das ist jetzt eben sozusagen der Sparmodus. Aber wenn ich jetzt ein Spiel spielen möchte, zum Beispiel hier jetzt in diesem Wochenende Contractor Showdown, Beta haben bestimmt einige gezockt. Da gehe ich jetzt hier, da gibt es noch kein Profil, weil es neu ist, aber ich habe hier mir ein Profil selber angelegt. Da kann ich jetzt 90 Hertz machen, dann eine höhere Auflösung, hier 137%. Ich kann hier den GPU-Level Ultra nehmen oder eben Very High. Ultra ist eben wie gesagt Stufe 7. Mache ich einfach mal. Und dann CPU lasse ich mal bei dynamisch. Meistens sind die, ist das Bottleneck die GPU. Und hier Fixed Forwarded Rendering kann ich nur für dieses Spiel dann extra auswählen. Und wenn ich dann hier reingehe, seht ihr schon CPU Level 3, ja, jetzt 4, GPU Level 7. Und das Spiel startet jetzt vor sich hin. Die Auflösung ist jetzt sogar ein bisschen höher, als was ich eingestellt habe. Wahrscheinlich, weil ja, ein anderer Multiplikator bei dem Spiel ist. Also ihr müsst es immer so verstehen, dass die Spiele einen Multiplikator haben. Das, was man einstellt und dann der Multiplikator oben drauf oder eben zurück. Ah ja, hier ist ganz im Gegenteil. Die Auflösung geht jetzt sogar ein Stück zurück. Das heißt, in der Standardauflösung wäre das nochmal weitaus drunter. Okay, es ändert sich dynamisch in dem Spiel. Kann das sein? Jetzt ist die Auflösung bei 2473. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also vielleicht ist die Auflösung hier auch dynamisch. Aber ja, die Auflösung hier ist ähnlich wie bei dem PC. Und dieses Spiel gerade sieht fast so aus wie die PC-Version. Und ja, ich habe jetzt hier GPU Level 7. Das läuft in ja, 90 FPS, fast komplett flüssig. Ich glaube, jetzt einen Einbruch, aber ich glaube, das war bestimmt ein Ladescreen oder so. Ja, 90 FPS, native 90 FPS, also kein asynchrones Space Warp-Gedöns in einer super hohen Auflösung mit dem Hidden GPU-Level. Klar, die GPU-Temperatur geht ein bisschen hoch, aber so auf 80 im gelb-orangenen Bereich. Forwarded Rendering ist aktiviert. Naja, ihr kennt mein Video zum Quest Games Optimizer. Fakt ist, ihr könnt es pro Spiel verändern. Wenn ich jetzt aus dem Spiel wieder rausgehe, dann sollte es jetzt natürlich wieder mein Profil aktivieren von dem, ja, von dem Home Environment. Steht zwar jetzt noch Stufe 7 bei der GPU, weiß ich jetzt gerade gar nicht warum, aber GPU ist jetzt natürlich hier runtergekühlt auf 44. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist. Ich glaube jetzt nicht, dass der wirklich auf 7 geht. Aber ups. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier die Auflösung wieder runtergegangen. Framerate ist jetzt auch irgendwie wieder auf 90. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt pro Spiel diese Einstellung und bei SideQuest habt ihr die Einstellung eben im gesamten Device. Ist natürlich trotzdem total cool, dass ihr umsonst jetzt mal an diesen Sachen rumspielen könnt, um überhaupt zu gucken, ist der Quest Games Optimizer etwas für mich? Weil das kostet Geld und vielleicht denkt ihr irgendwie, vielleicht funktioniert das nicht und den Unterschied sehe ich eh nicht oder wie auch immer. Ich erzähle ja immer, beschreibe euch, was ich sehe und in den Videos sieht man das einfach nicht. Deswegen holt euch ruhig das Update. SideQuest lohnt sich sowieso immer zu besitzen und probiert das einfach mal aus, da etwas einzustellen. Und ja, was ich noch zeigen wollte hier beim Quest Games Optimizer, könnt ihr noch mal ein paar mehr Sachen einstellen, was die Videoaufnahmen angeht. Hier haben wir, ich weiß nicht, warum er zurzeit hier Bildrate nur 30 FPS hat. Eigentlich mit dem neuesten Update sollte es hier sogar verschiedene Optionen, auch 60 FPS und so weiter geben. Irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall alle möglichen Auflösungen, hier 16 zu 9, ist hier diese Reihe in 2560 mal 1440 und dann eben einstellen, Kompressionsqualität, Bildrate, Zuschneideanleitung. Ich weiß nicht, was das ist. Aber auf jeden Fall. Ah, hier, left to right. Ah, ich muss hier. Ah, okay, ich muss hier draufklicken. Okay, ihr seht hier, Full Rate 24 FPS. Und dann machen wir 60 FPS und dann hier hohe Auflösung bis zu 4K, hohe Kompressionsqualität. Was bei beiden Sachen wahrscheinlich ähnlich sein wird, weil das eher eine Sache ist, die bei der Quest schief läuft.
ist, dass die Videos asynchron werden können, also vom Sound her. Damit hat der Quest Games Optimizer jetzt nichts zu tun. Ich würde jetzt sagen, bei SideQuest wird es wahrscheinlich auch vorkommen. Aber ja, das sind die Unterschiede, die groben Unterschiede vom Quest Games Optimizer und von den neuen Einstellungen von SideQuest. Zum Ausprobieren, gerade eben um diese Texture Resolution mal auszuprobieren, finde ich super. Wirklich schade ist, dass die GPU-Level noch quasi auf Quest 2-Niveau sind. Also ich glaube, der GPU-Level 5 ist der bei der Quest 2, der nachträglich freigeschaltet wurde. Also seid ihr hier noch, ja, ist es auf jeden Fall ein Downgrade, wenn ihr hier Fastest einstellt. Passt auf jeden Fall auf. Aber wie gesagt, super Sache, um das einmal auszuprobieren. Ja, das war's zu diesem Video hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch ein bisschen was erzählen. Jetzt ist das okay. Ich habe ein bisschen bei den Auflösungen rumgeschraubt. Jetzt hat er natürlich hier teilweise die Balken da reingebracht. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem sehen, was ich alles meine. Wenn euch dieses Video gefallen hat und euch geholfen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.